Let's play Final Fantasy 15. Ja, wir sind irgendwo im Dschungel. Letztes Mal waren wir da hinten noch bei der Chocobo Ranch und haben den Chocobo die Angst genommen, indem wir den Behemoth getötet haben. Ich hatte jetzt eine längere Pause und wollte eigentlich mal hier rumlaufen und ein bisschen kämpfen üben wieder. Hier war jetzt so eine Riesenkröte, die habe ich besiegt und komischerweise gab es, upsala, so einen komischen Zeitauftrag. Gucken wir mal, was das ist. Informationen zu zeitlich begrenzten Sonderinhalten. Hallo. Aktueller Auftrag, Ziel. Morball. Morball des Grauens. Ab Kapitel 11. Okay. Ich krieg, wow, 500.000 Gil. Geile Sache. Start des nächsten Zeitauftrags. Okay. Kann ich aber alles noch nicht machen. Also von daher ist es relativ, warum geht das nicht weg? Egal. Wird schon irgendwann verschwinden. Wahrscheinlich ist es nur ein Symbol, dass einer aktiv ist gerade. Wir sind Stufe 21. Ausgerüstet sind wir eigentlich optimal. Ich wollte eigentlich mal so ein Chocobo-Rennen machen. Da gibt es ja so... Da hinten haben wir schon markiert, so ein Rennfeld. Ich wüsste noch nicht, dass unser Chocobo vor allen Dingen so toll ist. Hier sind viel zu viele Insekten. Weichling. Auf geht's. Schneller, schneller, Junge. Achso, Mist. Jetzt bin ich da irgendwie in dem Gebiet drin. Ich kann nicht... Was ist jetzt los? Warum bleibt er stehen? Hä? Irgendwie hakt's gerade. Er will nicht. Er will nicht vorwärts. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie ist mein Controller komisch. Bleibt immer wieder stehen. Unglaublich. Die veranstalten hier Chocobo-Rennen. Ja, unglaublich. Das müssen wir sehen. Nein, wir müssen weiterfahren. Ach komm, Ignis, nur ganz kurz. Lass uns mal vorbeischauen. Machen wir mal. Hallo. Na, wie geht's, Chocobo-Freunde? Hier könnt ihr beweisen, wie fest ihr im Chocobo-Sattel sitzt. Wie wär's? Seit Nebelauge erledigt wurde, sind die Chocobos wieder munter wie immer. Ich leihe euch zwei der Fidelsten, damit ihr euch ein Wettrennen liefern könnt. Und? Seid ihr interessiert? Aber sicher, sicher. Bist du bereit für ein Chocobo-Rennen gegen Prompto? Yes! So, bist du bereit, Noct? Aber sowas von. Muss ich jetzt gewinnen? Oh nein. Muss ich kurz Fernwartung von meinem Controller machen. Was ist los? Chocobo-Rennen. Erreiche als erster das Ziel. Wenn du die Strecke verlässt oder das... Oder die Kontrollpunkte nicht in der richtigen Reihenfolge abläuft, wirst du disqualifiziert. Okay, einfach Gas geben. Traben, anhalten, R2. Fertig! Okay, ich drücke jetzt einfach R2. Los! Los geht's! Absteigen, galoppieren. Wow. Da unten ist meine Ausdauer. Ah, ich hänge am Zaun fest. Nein, ich werde disqualifiziert. Nein. Warum bin ich da jetzt am Zaun hängen geblieben? Da geht noch was. Komm, Chocobo. Zeig, was du kannst. Ja. Ich fürchte, als erstes ins Ziel kommen wird ein wenig schwierig. Verdammt. Springen. Ach, ich hätte springen können. Nein, ich Idiot, ich hätte springen können. Okay. Mega schlecht. Ich hoffe, wir kriegen noch eine zweite Chance. Nicht böse sein. Ja, bla bla bla. Ich komme auch gleich. Gut, er ist schon da. Flieg, Chocobo, flieg, flieg ins Ziel. Was? Nochmal! Nochmal, okay. Neue Pestzeit. Ja, ist ein... Das war jetzt so lang... Nix da. Schade, das war nichts. Nur nicht aufgeben, okay? Psst. Das machen wir so lange, bis ich es geschafft habe. Wie geht's? Wie steht's? So. Ja.
Bist du bereit, Noct? Du wirst verlieren, du wirst verlieren. Diesmal bleibe ich nicht am Zaun hängen, mit Kreis springen. Auf geht's. Zack, zack. Chocobo rein, bla bla bla, als erstes. Hier zählt nur der Sieg. Fertig. 3, 2, 1, los. Los, ab die Post. Ha, schon hinter... immer ab. Nein, wow, wo kommt der denn her? Warum ist dein Chocobo so schnell? Dann habe ich gleich keine Ausdauer mehr. So, jetzt habe ich dich aber. Ich habe aber keine Ausdauer mehr. Jetzt muss ich ihn irgendwie ein bisschen blocken. Kopf an Kopf, was? Nein, ich habe meine Ausdauer aufgebraucht. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Verdammt. Hoffentlich kommt jetzt nicht gleich von hinten. Regeneriere dich schneller, Ausdauer. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, um da mal so einen Schub zu machen. Ich warte jetzt einfach ein bisschen, solange der noch nicht angetrabt kommt hinter mir. Habe ich ja noch ein bisschen Luft. Jetzt aber ist Zeit, ein bisschen Gas zu geben. Leichter Sieg. Er ist jetzt immer noch nicht im Ziel. Aber er kommt da hinten auch nicht angesprintet. Also von daher. Nein, ich habe die Ausdauer aufgebraucht. Ah, spring. Gott sei Dank. Der Sieg geht an mich. Yes. Souverän gesiegt. Neue Bestzeit, yeah, deutlich besser jetzt wieder. Ich glaube mal unter einer Minute wäre so eine gute Zeit. Das war's. Gratulation. Ja, yeah, Sieger der Herzen. Steht ein neuer Parcours bereit. Dann bis zum nächsten Mal. Der freut sich aber komisch. Alles klar, gut. Ach, da steht nächstes Mal ein neuer Parcours bereit. Was wir mal machen könnten ist, es gibt doch glaube ich so... Blab, 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 Erkundung. Da kann ich doch für Chocobo-Rennen Punkte kriegen. Siege in Chocobo-Rennen. Distanzen. Ach, hätte ich das mal gemacht, hätte ich jetzt schon... Wobei, wie viel gibt es? Einen FP-Punkt wahrscheinlich. Hm, kostet 32. Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Ich spare jetzt lieber mal ein bisschen. Wobei, komm, einmal. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt was wert war. Ich will jetzt noch einen Sieg machen hier. Neuer Parcours. Das geben wir uns auch Hallo, gleich nochmal. Wie geht's? Wie steht's? Es gibt eine neue Herausforderung. Genau. Ah, gegen Gladio. Okay. Streng dich an. Ich kenne nämlich keine Gnade. Danach wahrscheinlich noch gegen Ignis. Aber der wird jetzt wahrscheinlich besser sein. Ah, nein. Ich war doch jetzt gerade schon so schwach oder so schlecht oder wie auch immer. Olle, 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 ich freue mich alle an. Stufe 1, wie kann ich denn da Stufen aufsteigen? Los! Mit Siegen. Los! Was um Gottes Willen geht jetzt ab? Der geht ja gleich mal richtig ab. Ich muss erstmal wieder aufholen. Dann geht die Ausdauer aber langsam aus. So, das war's jetzt mit Ausdauer. Wie viel hat denn der? Keine Ausdauer mehr, mein Chocobo ist irgendwie... Hm. Hä, der unbegrenzte Ausdauer, oder was ist das? Das Geile ist, vor der Ausdaueranzeige hier hängt so ein Blatt von so einer Pflanze bei mir. Ich sehe nicht, wie viel Ausdauer ich habe. Los, schneller Chocobo, schneller. Ich glaube, ich schaff's aber nicht. Irgendwie eine Abkürzung. Ich hole ihn nie ein, das gibt's ja nicht. Muss ich mal da aufschließen wenigstens. Da geht noch was. Ja, keine Chance, der zieht mir davon. Hm, ich muss irgendwie Stufe aufsteigen. Kriege ich das durch viel Laufen mit dem Chocobo oder durch Rennen, durch Siegenrennen? Ich weiß nicht. Ja, bla bla bla. Bin ich auch. Gut, das war nix, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da arg viel besser werden kann. Nochmal. Nee, nicht nochmal. Ich möchte erst eine Stufe aufsteigen.
Das war wohl nix. Die 32 Punkte, wo ich da investiert habe, waren wohl eher für den Arsch. Schade, das war nichts. Nur nicht aufgeben, okay? Technische Probleme hier. Sag mal. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das waren jetzt irgendwie ein paar technische Probleme gerade. Irgendwie hat mein Mikrofon verrissen. So, jetzt geht's weiter. Ich muss mein Chocobo irgendwie mit Gießerkraut vollpumpen, damit es schneller wird. Nein, bleib stehen! Jetzt hat er noch meinen Controller runtergeworfen und das hat ihm, glaube ich, nicht gut getan. Ist auf jeden Fall nicht besser als vorher. Okay, ich muss noch mal in der Pause gucken. Das da geht so gar nicht. Ist immer noch der Behemoth? Nicht springen, interagieren. Ja, den haben wir ja schon platt gemacht. Wobei, das ist einer mit zwei Hörnern. Das ist doch ein anderer, oder? Ist befremdlich, Noct. Hier gibt es auf jeden Fall meine Aufgabe. Oh, willkommen. Du bist doch der Freund dieses quirligen Fotografen, oder? Fotograf? Ja, wieso? Ich würde gern Fotos in Auftrag geben. Von was? Von wilden Chocobos. Die sind eigentlich heimisch hier. Aber in letzter Zeit sieht man keine und das macht mir Sorgen. Verstehe. Geht klar. Vielen Dank. Ich kann leider nicht selbst auf die Suche gehen. Schließlich muss ich meine Tiere versorgen. Hoffentlich habt ihr Erfolg. Vögel außer Rand und Band. Einen wilden Chocobo fotografieren. Okay, muss ich den jetzt selber finden wahrscheinlich. Ja. Das ist doch ein wilder Chocobo. Ich finde, die sehen voll fett aus, diese Küken. Das ist krass. Was ist denn hier? Verantwortlich für Angriffe auf Siedlungen in Daska, ist erlegt worden. Ja. Der Behemoth hatte den Ruf, selbst für seine Art extrem wild und gewalttätig zu sein. Es wurden in der Vergangenheit bereits mehrmals groß angelegte Jagden auf die gefährliche Bestie unternommen, die jedoch stets erfolglos blieben. Die Unruhe der Bevölkerung wurde dadurch nur noch verstärkt. Laut okay. Der Mildatio Jäger. Bla bla bla, der labert wahrscheinlich jetzt hier eine halbe Stunde. Was wir jetzt machen, kurz die Aufgaben wechseln. Zeig mal her, wo ist das jetzt? Vögel außer Rand und Band. Ah ne, das ist sogar angezeigt. Okay, dann gehen wir doch einfach da mal hin. Ist doch gleich da um die Ecke. Füttern. Hey, oje. Langsam. Ja, ja. Ist ja gut. Noct alles. Willkommen auf der Chocobo Ranch. Geschäft, Chocobo Stufe 1, Chocobo Salon, Name, Farbe, Medaillen. Eine andere Medaille hier, Friss. Mir das auch immer bringt. Ich habe einen Chocobo Stufe 1, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich den. Gemüse für die Chocobo-Aufzucht steigert vorübergehend die Ausdauer des Chocobos, die Sprungkraft des Chocobos, ja. Vielen das ist Dank toll. Für deinen Besuch. Brauche ich trotzdem nochmal so ein. Wie war denn das? Noct, was hast du denn mit dem Besitzer der Ranch beredet? Er hätte gerne Fotos von wilden Chocobos. Oh, großartig! Genau mein Metier! Das nenne ich Arbeitseifer. Wilde Chocobos? Die sind bestimmt ja ziemlich scheu. Chocobo mieten, das machen wir jetzt einfach mal. Tage. Mieten wir das jetzt einfach mal für einen Tag. Ist auch egal. Und jetzt? Ah! Kommt angeflitzt. Los, Kleiner. Stufe 1. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Achso, ich muss ja R2 drücken. Flitz! Die anderen haben jetzt auch eins, oder? Ja, sie kommen. Geile Sache. Dann flitzen wir da mal hin zu den wilden Chocobos. Bin zuversichtlich, wenn wir da mit einem auftauchen, dann sind die bestimmt viel friedlicher. Hui! Macht er auch Bilder vom Chocobo aus? Und jetzt, bevor wir wieder großen Müll machen. Moment, die Karte geht so auf.
Oh Gott, sehe ich auf der Karte irgendwas? Wo muss ich hin? Muss ich da jetzt rein? Oder außen? Ich glaube eher rein, oder? Sieht eher so aus, als wäre es da in diesem Nebelauge-Territorium wie außen. Oh je, ich laufe jetzt bestimmt wieder falsch. Whee! Hoffentlich klart das noch auf. Ja. Jetzt geht's ab. Okay, der will da nicht rein. Der hat Schiss. Aber warum sind denn da wilde Chocobos drin, frage ich mich. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da jetzt absteige, ist das dann weg? Bis bald, oder bleibst du hier? Bleib hier! Okay, du haust ab. Komm gleich wieder. Moment, jetzt habe ich die andere Karte. Und? Ja, die sind da drin. Dann gehen wir da jetzt weiter. Hier sind ganz viele wilde Chocobos. Den wilden Chocobo fotografieren. Ich hoffe, das macht er automatisch und ich muss jetzt hier nichts Spezielles machen. Das war der jetzt wahrscheinlich. Der läuft mir jetzt so lange davon, bis ich den da eingefangen habe. Den waren wir ja schon überall mal. Ich könnte eigentlich mal wieder Magie ausrüsten, fällt mir gerade so auf. Hey, hallo, lass uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Ich bin dabei. Knochen brechen! Hasta la vista! Danke dir. Hä? Reicht eine Minute? So lang brauchen wir. Ich gehöre zu den Guten. Moment, irgendwas stimmt nicht. Ich kann ja nicht mal mehr auswählen. Auch weil ich die gar nicht mehr analysiere. Keine Sorgen. Kurt, wenn du meinst. Hä? Warum konnte ich die jetzt gar nicht analysieren? Los, vorwärts. Ja. Oh Gott, ich bin gerade voll überfordert. So, Magie bitte. Was haben wir denn noch? Vitra Blitzra. Naja, egal, besser als nichts. Ich habe aber irgendwie keine Magie. Oh Gott, ich muss mal wieder Magie sammeln. Ich habe nichts. Und gehen wir halt hier wieder durch. Hopp, zack, zack. Kann ich mich selber bewegen oder läuft dem nur gerade aus? Das langsam anschleichen, geht es? Ah ne, der läuft immer davon. Ich kann auch gerade nicht reagieren. Was ist denn los? Warum bleibt denn der immer stehen? Hup. Jetzt sind wir hier. Will das Chocobo? Ich gucke immer da nach oben, dann komischerweise. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, sieht so aus. Suchen wir. Hä? Was? Ich war einfach gedrückt. Hier ist das Vögelchen. Das mag er bestimmt besonders gut. Gut. Das ist voll das zerzauste Gefieder. Okay, ich speichere das jetzt mal lieber. Das war's dann auch schon, oder? Weiter. Das ging erfreulich schnell. Sind die Fotos auch was geworden? Oh, du stellst Fragen. Fürs Album mitgeknipst? Du stellst Fragen. Dann gehen wir jetzt alles wieder zurück, oder wie? Moment, das war ja eigentlich der falsche Weg. Falsch, falsch, falsch. Wo bin ich denn jetzt? Hilfe! Ich möchte eigentlich wieder so zurück. Das dauert noch viel länger. Ganz schön dunkel hier. Licht. Oh nein.
Naja gut, ich würde sagen, ich mach mal kurz hier eine Wartung meiner Gerätschaften. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Und dann laufe ich hier noch aus dem Gebiet raus und dann sieht man sich an der Chocobo Ranch wieder. Wenn ich denn jemals hier wieder rauskomme. Also, bis dahin. Ade. Ciao.